Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich habe endlich mal Zeit gefunden zum Grinden und alle hier, man sieht es, du bist auf 15 plus, wobei die war glaube ich nur auf 10 gewesen, als ich aufgehört habe, aber eigentlich alle Charaktere sind so auf mindestens 10, ich glaube Wacker war sogar auf 18 Level gewachsen, habe ich, wie man sehen kann, alles schon größtenteils ausgegeben, außer Auron, der ist jetzt nämlich kurz davor, das heißt er ist kurz davor, er ist direkt hier an der Grenze, rüber zu Kimari, wobei ich glaube, ich werde ihn auch direkt zu Seef rüber teleportieren, da er so langsam ist. Moment, das mache ich auch jetzt einfach mal. Den Seef selbst habe ich bereits zu Auron teleportiert, der ist jetzt nämlich knapp drüber. Der ist, glaube ich, jetzt, ja, hier ist er halt. Ist er bereits die ersten Dinger hier gelernt. Jetzt Auron ist am Ende des ganzen Dingens. Und da oben geht es jetzt weiter für Seef in die andere Richtung, fangen wir oben an. Und ich guck mal am besten, wo es denn hier mit Geschick losgeht. Weil Auron braucht hauptsächlich Geschick. Da haben wir es auch schon. Aber warte, er kommt ja. Das ist Yunas Weg. Yuna ist natürlich doof. Die will keiner. So. Hier Rapidschlag, bla bla bla. Das lohnt sich ja kaum, dahin zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob Rapidschlag, ich habe es noch gar nicht ausprobiert, ob das irgendwas so Großes bringt. Weil sonst würde ich einfach hier ansetzen, den Auron. Und von hier aus losgehen lassen. Dann hole ich mir Rapidschlag gar nicht erst. Ach, aber ich kann ja auch so machen eigentlich. Ich kann sich gerade nur auf aktivierten Feldern mich hinpflanzen, also auch gar nicht so gut. Egal, Rapidschlag sieht aus, zack, ist mir egal. Reicht, wenn es einen hat, würde ich erstmal sagen. Ich hoffe, es ist jetzt kein Fehler. Und das Ding ist ultra gut oder so, aber was soll's. Dann fange ich mal davon an, die Folge auch nochmal ein bisschen was zu investieren, was ich eben noch nicht machen wollte, warum auch immer. Jetzt tue ich es halt, zack, 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 zack. Und dann bekomme ich auch gleich nochmal einen Gewandtheitspunkt für den sonst so langsamen Auron. Zack. Jawohl. Ach so, 4 Stück gleich, siehste. Jetzt bin ich mit Geschick auf 19. 36, 19. Oh mal, jetzt ist er wie Kimari so schnell. Einfach so. 13, 42, Alter. 42. 51. Nun ja. Und alle anderen. Gut, sie ist noch nicht ganz am Ende, kann noch bis hier durch. Reflex, Sanctus kriege ich noch. Und nochmal Geschick. Sonst bleibt sie aber auf 40, okay. Luna ist eben noch nicht ganz durch. Kimari ist auch am Ende. Sie ist ja sowieso durchgelaufen, Kimari. Das ist ja hier durch die Sperre zu Seef durch. Hat da ohne Teleport weitermachen können. Das heißt, Kimari, Seef und Auron haben erstmal eine Weile wieder eine Freikarte, aber Lulu wartet hier auf dem Sphäropass 3, um weiterzumachen. Ganz eine schöne Sache zu kriegen hier. Baka ist auch kurz vor Ende. Wobei auch da ist noch was, sehe ich gerade. Geht auch noch. Aber Rico ist sehr kurz vor Schluss auch wieder. Und Aura, naja. Also ich muss demnächst echt mal gucken, ob ich jetzt die Dreier-Sphäropässe bekomme. Ich hoffe, die Story ist eigentlich so weit, dass es am Anfang kann. Ich sehe gerade, dass eine Maus im Bildschirm ist. Ekelhaft. Naja, mal schauen. Ansonsten, ja, trotz des vielen Grindens habe ich nie das Gefühl, wirklich stärker geworden zu sein. Aber ich habe es eh besser investiert. Insofern, ich habe noch keinen Kampf seit dem Grind gemacht. Und da fällt mir, glaube ich, ein. Moment, habe ich das drin gerade? Habe ich nicht. Ich hatte nämlich auch eben gerade ein Rüstungsteil von bei Seef drin, dass keine Kämpfe kommen. Weil ich nochmal zurücklaufen musste zum Händler. Denn ich hatte ein komplettes Inventar voller Sachen. Ich musste etwas verkaufen. So, nach jedem Kampf was wegschmeißen können. Das war ganz schön nervig. Deswegen, naja, ohne uns hingerannt und geht zurück und so weiter. Blabla. Egal. Sprich, Olle. Hast du was zu sagen? Dann sag. Ansonsten schweig für immer. Sometimes Yuna would just stare off into the distance. I finally understood why. Warum denn? Warum denn? She was saying goodbye to the places she'd never see again. Aha. So, so. Und wieder mal ein bisschen auf der Landkarte rumstolzieren. Ich habe mal so geguckt, eben als ich bei der Monsterfarm noch war. Übrigens habe ich noch einen Tomberry gefangen, müsste ich eigentlich alles haben. Ich habe noch 3 oder 4 Gebiete vor mir und habe das absolut größte Zeug, also an Monster-Farm-Aktivitäten eigentlich schon bereist. Also so gesehen bin ich bei über der Hälfte des Spiels, aber ich denke, es kommt noch ein bisschen mehr als das. Mal gucken.
Bronzo. Goldlöckchen. Und Graulöckchen. Summoner Yuna and Guardians, leave here at once. Kann ich nicht. Oh. Gagazet is Ronzo Land, sacred mountain of Yevon. Ist mir egal. The mountain will not bear the footsteps of infidels. Enemy of Yevon is enemy of Ronzo. Leave, traitors! I have cast aside Yevon. I follow the temple no more. Then you will die by those words. So be it. Yevon has warped the teachings and betrayed us all. Nothing but a bunch of low-down tricksters, eh? Yeah! Ja, ist toll. Das ist jetzt mal eine Argumentation. We have no regrets. Ja. Blasphemers! Ich will die Ronzo nicht bekämpfen, die sind niedlich. A summoner and her guardians. Lord Kel'Gronzo, if oh, I may. So klein. Have you not also turned your back on Bevel? But still you guard Gagazet as a Ronzo, not a maester. Yuna is much the same. Huh? Elder Kelk! Let Biron rend them asunder! No escape! Not one! No, we will not flee. We will fight and continue on. You have been branded a traitor, but still you would fight sin? Lost to the temple, hated by the people, yet you continue your pilgrimage? Ja, man. Everything lost. What do you fight for? Tja, hat er recht. Lass uns zurückgehen. Ach so. The people long for the calm. I can give it to them. It's all I can give. Defeating sin, ending pain. This I can do. Doch ist so, schüttel ihn sacrificing yourself. Ja. Problem. Ronzo, let them pass. Summoner Yuna, your will is stronger than steel. Naja. Tempered steel that even the mightiest Ronzo could not hope to bend. Yuna, we bow to your will. Now go. Also the sacred heights of Gagazet welcome you. Eine wirkliche Willensdemonstration habe ich jetzt darin überhaupt nicht gesehen, sondern einfach bloß eher. We thank you. Bestenfalls Sturheit vielleicht. Wobei das ja jetzt ein Wille. Es war einfach nur ihr Wunsch, das zu machen, dass sie sie bestreben, aber Willenskraft oder sowas ist das doch jetzt nicht gewesen. Was ist das für ein. Naja. Ah, my neck's hurting. Ja, ja. Zanarkins kein Wunder. On the other side. Ach so. Aha. Yeah? You're home, yeah? As if you believed me. Maybe I do. The one on the other side here is probably just a pile of rubble, yeah? But somewhere out there is your Zanarkin. Somewhere, yeah? Yeah, you'll be home soon enough. I hope you're right. Yeah, cheer up. Let's do this. Let's do this. Oh, ich hab schon wieder Storage-Probleme bei Dextrin. Ich sag schon wieder, das Bild hacken hier, das gibt's doch nicht. Komischweise, der Sound, der ist offenbar fließend, während das Bild aber nebenbei ein bisschen hackt. Nervig, ey, ehrlich. Was ist denn bloß los bei mir? Nee, ist die Antwort übrigens, wahrscheinlich. It's just a little farther now. Oh, das Storage-Symbol geht nicht weg, was soll denn das? Ich hab genug Platz überall. Yuna's grown stronger. Geht stronger, huh? I'd say it's more like she's driven, don't you think? That's why she's strong. She's still pressing forward.
When weak people are driven, they can't go far before they break. She keeps going forward because she is strong. Wenn du meinst, ich glaub's nicht. Biran and Yenke gone. I wonder what they're up to. Eh, it's probably nothing. Probably. Biran is hero of Ronso. Yenke is powerful warrior. Great. I hope we don't have to fight them. Kimari must fight. Kimari must win. Machst du bestimmt. Na, Aronia, du? It is as I thought. What is? Yevon is in turmoil. Micah tries to keep it whole, but it crumbles around him. Look, I couldn't care less what happens to Yevon. Because you are not of this world. To those who truly believe in the teachings, a time of much pain is coming. Tja, Pech für die. Das wird auch die Christen irgendwann ereilen. Oder alle anderen, die an Religion glauben. Wenn bewiesen wird, dass es gar keine Religion gibt. Also, gar keine Götter und so. Ich warte drauf. Summoner Yuna's words, they ring clear in my soul. Aha. Small voice, small frame. Du bist auch viel größer. But a will that towers over Gagazet's peak. Bla bla. Da war nichts mit Wille, also ehrlich. Echt jetzt mal. Die Frage ist, glaubt er uns jetzt überhaupt mit dem ganzen Zeug oder einfach nur wirklich wegen der Ansprache? Natürlich. Keine Angst, Kimari macht das schon. Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Aber Ronso darf nicht pass. Kimari not pass. Kimari shame Ronso brothers. Kimari forget his birth. Forget his people. Forget his mountain. Little Ronso. Weakling Ronso. Mountain hate the weak. Hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? Yeah, man. Do not forget who took your horn. Never forget. Die haben uns abgebrochen, die Schweine. Kimari never beat Brother Biran. Never win. Das ist ja gemein. Was macht man doch nicht? This time I win. I will win. I will win. This some kind of Ronso thing? Ja, natürlich. Kimari problem. Die machen wir fertig. Die haben ja extra trainiert vorher. War wahrscheinlich eine sehr gute Entscheidung. Biran rend you asunder. Hornless, Hornless. Im Kindergarten. Hornless, Hornless. Aua. Ja, die haben noch Anfang die beiden oder was? Oh, ist aber nicht sehr stark. Retardo, oh, ist schon so gemein, sind zu viele. Ah, bringt mir nicht wirklich was, das zu machen, ha? Huh? Mal gucken, hab ich eigentlich Vita? Nee, ne, woher auch. Ich sollte dringend das machen. Zum Glück habe ich bereits Hast. Also auf jeden Fall schafft ihr das nicht, das zu tun. So. Und das kann man auch nochmal machen. Und dann bin ich bereit, die fertig zu machen, die Viecher. Falls du mit Britado, Hippo. Andererseits bringt immer noch nicht viel, wie es aussieht. Ist eher gegen mich als gegen die. So, wollen wir mal. Boss 1. Oh, er beschützt den. Was? Good enough, Kimari. So wenig Schaden? Au. Au. Die haben ja auch alle Feintechniken. Wie gemein. Wollen wir die dann greifen? Aha. Schon besser. Aha. Sehr gut. Aha! Guck mal. War jetzt gar nicht mal so schwer. Ja! Ah, immun, natürlich. Ist auch ein Boss, hätte man sich decken können. Oh oh, das könnte... Achso, auf sich selbst. Oh gut, das ist mir ja egal. Das soll er machen, wenn er will. Habe ich noch immer Hast bei mir? Hast? Aber Anfeuer nicht mehr. Na, egal, macht auch nicht funktionieren, wa?
Wenn es irgendwie impliziert wird durch diese Anzeige gerade. Weil ich lustig bin, ein bisschen da grundig. Vielleicht lerne ich was von dem. Nee, naja, war auch nur Versuch. Greif mich doch an. Tackle. Aua, Konter würde ich sagen auf den Tackle. Ich habe drei Angriffe. Das reicht vielleicht schon. Fällt aber auch nicht. Tja. Dann heile ich mich mal ein bisschen. Hab gar nicht mehr so tolle Sachen zum Heilen. Nämlich das hier. Ja, tackle doch. Vorbeigelaufen, haha. Haja. Ach toll, hätte mal angreifen sollen, statt zu heilen. You win, Kimari Ransov. Das war extrem unspektakulär. Aber das habe ich eigentlich erwartet, weil das Spiel ist nun mal unspektakulär. Hups. Aha. Drei Stück gleich. Was ist denn das Schönes? Strong is Kimari. Biran is happy. Aha. Seit mehr sagt ihr nicht. Ich habe euch... Hallo, der super kleine Mini-Ronzo gegen zwei andere. Und dann nur so ein bisschen... Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biran. Das ist irgendwie echt total doof. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner, we Ronso will stop pursuers from temple. Cool. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. There was Minister. We crush enemies following behind. Kimari crush enemies standing before. Aha. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ja, ja, bla bla. Ronso will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Ach, Statue. Then Ronso will make. With grand horn of head. Bringt nichts, sie ist doch Mensch. Would be wonderful. Ich habe gerade echt bewiesen, dass Kimari der stärkste aller Ronso ist. Und dafür war es echt wenig, irgendwie, was gekommen ist. Ich meine, klar, was sie machen, ist okay, aber... Ich wollte es auch sehen, aber ich wollte es sehen. Mit Yuna bei meiner Seite. Bla, bla, bla. Ach, Tidus. Schrecklich.